Als oben der Himmel noch nicht war, unten die Erde noch keinen Namen hatte, da vermischten die beiden Weltmeere ihre Wasser. Als die Götter noch nicht existierten, noch niemand sie mit Namen genannt und ihr Geschick festgelegt hatte, da wurden aus den Ozeanen die Götter geschaffen. Bald kamen die Götter zusammen und planten einen Krieg gegen die Wassermassen. In einem gewaltigen Kampf siegten die Götter über die Ozeane. Sie banden sie in ihre Grenzen und schufen Ordnung. Der mächtigste der Götter spaltete die Meere in zwei Teile. Der eine bedeckte den Himmel und der Gott machte Riegel und setzte Wächter davor, damit das Wasser nicht heraus konnte. Der zweite Teil aber wurde zur Erde. Dann wollte der Gott Kunstvolles schaffen. Er sprach: Erschaffen will ich den Menschen. Er soll den Göttern dienen. Aus dem Blut eines Gottes mischte er den Menschen. Ein Werk war es, so klug, dass man es nicht ausdenken kann.